Ja, hallo zu einem abendlichen Video vom Zentrum für Yoga mit ein paar Gedanken. Und zwar habe ich gerade eine Dokumentation über einen bekannten Boxer gesehen, beziehungsweise über zwei Boxer, Roberto Duran und Sugar Ray Leonard, die sich gute Kämpfe, das war so 1980 darum, gute Kämpfe geliefert haben. Und in der, ich glaube, wohl dritten Begegnung dieser beiden hatte Sugar Ray Leonard seinen Kampf gemacht, seinen Stil, und Roberto Duran hatte aufgegeben. Gut, da mein Englisch nicht so gut ist, weiß ich nicht genau, warum er jetzt aufgegeben hat, aber es hat einfach so ausgeschaut, als ob er da nicht zurechtgekommen ist oder einfach nicht zur rechten Zeit am rechten Ort war oder ja, vielleicht gar keine Lust mehr hatte zum Boxen. Nun, warum erzähle ich das hier? Weil es mir auch mal so ging. Nun, ich habe irgendwann nach, weiß gar nicht mehr, 18, 19, vielen Jahren des Kickboxens den Yoga kennengelernt. Und dann habe ich anfangs noch versucht, Yoga und Kickboxen zu mischen. Nun, beim einen ist man dynamisch, beim Yoga eher gechillt. Beim anderen haut man auf die Fresse, beim anderen ist man gewaltlos und so weiter. Beim anderen rackert man sich ab, beim anderen strengt man sich an auf eine andere Art und Weise. Beim Kickboxen wollte ich immer im Kampf gewinnen. Beim Yoga wollte ich auch gewinnen. Das Leben, das eigentlich zu leben ist, wieder zurückzugewinnen. Nun, Fazit, irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht mehr zusammenpasst. Und so ist wohl Yoga in mein Leben getreten, einfach so als Chance, das Leben zu verändern. Und das Kickboxen, was ich 20 Jahre mit Leib und Seele gemacht habe, eher allerdings aus einer Flucht heraus, wurde dann so von mir wie, ja, abgeschnitten. Es kam irgendwann so, schon nach einem der letzten Kämpfe, die Idee, ja, das macht ja eigentlich gar keine Freude mehr. Weil ich durch den Yoga erkannt habe, es gibt viele mehr Möglichkeiten, das Leben zu leben, statt sich in etwas zu flüchten. Und ich habe viele Bücher gelesen, höre auf dein Herz, mache dies so, denke nicht so viel, denke positiv, aber das kann man alles knicken. Wenn der richtige Zeitpunkt nicht da ist, macht man es nicht. Nun, irgendwann kam der richtige Zeitpunkt, das Kickboxen sozusagen abzuwählen, nicht mehr weiterzumachen. Ja, höre auf dein Herz, hätte ich schon viele Jahre früher drauf hören sollen. Heißt nicht, dass Kickbox-Zeit keine gute Zeit war, waren gute Momente dabei, aber eben aus einer falschen Motivation von mir heraus. Und dann kam der Punkt eben, ist genügt. Kam im Leben viele Dinge zusammen. In den Wettkämpfen war ich auch nicht mehr so motiviert und es war einfach dann die Zeit, das zu beenden. Und es war ein guter Schritt, einer meiner besten Schritte im Leben, das zu beenden, weil die Zeit einfach da gewesen ist. Und wie dieser Boxer, der einfach im Kampf mittendrin in einem Weltmeisterschaftskampf in der achten Runde aufgegeben hat, hat gesagt, das bringt hier nichts mehr. Ja, so habe ich das auch gemacht. Höre auf dein Herz. Ja, das erste Mal in meinem Leben habe ich wirklich gut auf mein Herz gehört. Aber man muss natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Früher dachte ich, hatte viele Freunde, alle kenne ich gut im Training und das sind Freunde. Aber wie das so ist, erkennt man, wenn man einen neuen Schritt geht, dass viele Menschen nicht damit klarkommen, zurechtkommen und nicht mitgehen.
egal auf welcher Ebene. Und die ganzen Menschen, die ich so in meinem Umfeld gehabt habe, waren dann plötzlich so weg auf sportlicher Seite. Ja, die waren gar nicht mehr da. Und nach vielen Jahren habe ich dann gemerkt, eben, geh deinen Weg und scheiß drauf, was die anderen machen. Und nochmal einige Jahre später erkennt man dann, wer wirklich von einem was wissen möchte oder nicht. Und so gab es einige Veränderungen eben, die zwar so sehr frustrierend für mich waren, aber es war einfach klar. Es hat sich geklärt, wen es wirklich interessiert, wie es einem geht und wen es nicht interessiert. Ja, und so hat sich dann die sogenannte Enttäuschung gezeigt als Ende der Täuschung. Nun, wie das im Leben immer so ist, Klarheit kommt manchmal erst sehr spät. Ja, und so sollte man versuchen, die Illusionen aufzugeben, dass irgendetwas Beständiges da ist, sondern einfach leben und sich nicht so viel Gedanken machen, was andere wollen so sehr, natürlich in gewissen Bereichen schon, aber grundlegend sollte man immer erstmal auf sein Herz hören. Natürlich darf man nicht vergessen, ist auch wichtig, gepaart mit etwas Vernunft, die manche Menschen ja haben. Und dann kommt ein gutes Ergebnis raus. Auch wieder nicht ausschließlich, aber es ist wichtig, auf sich selbst zu hören, auf sein Herz zu hören und die Vernunft natürlich nicht ganz vergessen, eben sinnvoll gebrauchen. Ja, so hat mich dieser Film oder diese Doku schon sehr berührt. Also ich kannte ja diese beiden Boxer, aber eben die Hintergründe, ja, kommen auch erst, wenn man sie braucht, sozusagen. Das habe ich nicht so gewusst, dass er da aufgegeben hat, der Roberto Duran. Und ja, so habe ich dann auch eben aufgegeben, habe gesagt, es reicht, es genügt. Und dann eben, wenn man neue Wege geht, ist man erstmal allein, wo man denkt, viele Menschen sind um einen herum und dann waren plötzlich fast keine Menschen mehr da. Und trotz allem bin ich dankbar, dass ich den Schritt gemacht habe vom Kickboxen zum Yoga. Und sind anstrengende Momente, Phasen des Lebens, wo man durch muss. Oder auch wenn man sagt, ich möchte gerne was anderes lernen, andere berufliche Dinge tun und man traut sich nicht, aber das Herz sagt immer wieder, mach es, mach es. Ja. Dann sollte man es, wie gesagt, mit ein bisschen Vernunft gepaart, wagen und nicht so sehr hören, was sagen die anderen, was meinen die anderen, sondern seinen Weg gehen, auch wenn es in die Hose geht, dann geht es in die eigene Hose. Ja, spannende Momente und ich hoffe, ihr nehmt etwas mit aus diesem Video. Könnt gerne auf meinem Kanal stöbern, über 780 Videos mittlerweile, über die ganzen Themen Yoga, Leben und Gesundheit, auch Lehren aus den Kampfkünsten, so eine Serie oder eine Serie Ritzentour, eine Serie Weisheit des Tages, eine Serie Spruch des Tages. Ja, schaut gerne mal rein und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.